Sylterland in Sylter Hand. Der Landschaftszweckverband Sylt ist seit vielen Jahren verantwortlich für den Schutz und Erhalt und zur Entwicklung der Natur, der Landschaft und der Sylter Küste. Am Freitag wurden nun nach langen Jahren der Verhandlungen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben nach 2011 weitere 180 Hektar Fläche kostenlos an den LZV übergeben und wurden so zum nationalen Kulturerbe. Manfred Ueckermann vom LZV nahm von Johannes Paul Fietz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Schenkungsurkunde entgegen. Kleinere Flächen in Munkmarsch, Rantum und Hörnum gehören nun ebenfalls zum nationalen Kulturerbe. Damit sind nun rund 500 Hektar Dünenfläche dem Sylter Naturschutz gewidmet und werden für zukünftige Generationen erhalten.